Moin und willkommen zurück, liebe Leute, zum Let's Play Together von Port Royal 3. Mit mir, dem Viperfan Lars 91, ihr kennt mich natürlich, und auch der Zipi, den man auch natürlich kennt. Hallo Zipi. Hallo Lars. Guten Tag, wir schreiten nun weiter voran in der East India Trading Company, alles klar. Nein, in Port Royal 3 in der Karibik. Ist also nicht ganz verkehrt gewesen, die Aussage. Okay. Und wir kaufen uns weiter nach oben. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir schlafen uns weiter nach oben. Alter! Was ist denn falsch mit dem Jungen? Gute Frage. Keiner weiß es. So, San Juan und San Tome. So. St. Lucia war das, glaube ich. Alter, wir haben gerade eben eine kleine Pause gemacht und schon vergesse ich hier die Hälfte. Was ist denn da los? Was ist da los, Freunde? So, und mein Konkurrent hier, beziehungsweise mein Handelspartner Zipi, der hält Kurs auf meine Heimatstadt, habe ich gehört. Gerüchteweise gehört. Ja, ein bisschen rumgucken, ein bisschen erkunden. Ich möchte auch mal was anderes sehen. Ach, du willst ein bisschen nach rumgucken. Ah, ich verstehe. So ist das so. Also. Ja, ja, hat gleich hier den Rumkonsum ein bisschen in die Höhe treiben, wie immer. Mann. So, die Quest haben wir erfolgreich bestanden. Das ist schon mal klasse. Und kriegen dadurch 1182, was ich übrigens vergessen habe zu sagen. Wenn man aufsteigt im Rang, dann kriegt man für die Quests mehr Geld. Allerdings wollen sie dann auch mehr Ware haben von der jeweiligen Ware. Also zum Beispiel, ihr habt es ja bei San Juan gesehen. Da wollte der Typ von uns 203 Fässer Baumwolle haben. Ich habe folgende Aufgabe für jetzt will er 28 Kakaobohnen haben. Okay. Kaffeebohnen meine ich. Entschuldigung, Kaffeebohnen. Ja, die haben wir aber noch nicht, denn die gibt es nämlich eher in dieser Region hier, wo ich gerade hinzeige. Also das ist eher der Schwerpunkt für Kaffee. Ne? Da kommen wir aber auch noch hin. Ist übrigens auch von Nachteil diese Region, dann ist es tatsächlich die piratenträchtigste Region mit. Unter anderem, deswegen würde ich mich da ohne Eskorte ehrlich gesagt nicht reintrauen. Sollte ich vielleicht noch dazu sagen, auch für den Zipit vor allen Dingen. Ja. Weil es gibt hier bestimmte Regionen, die sind echt piratenverseucht teilweise. Also da muss man echt aufpassen. Gerade so längere Strecken, die man fährt, die sind gerne mal piratenverseucht. Na? Boah, 10.000 durch den Handel mit Kakao. 14.000, leck mich am Arsch. Ist das geil. Also nicht das Arschlecken, sondern... sondern die ja. Tatsache, dass wir gerade so viel Einnahmen generiert haben. Ja. Ach, da ist er ja, der Zipit. Bip, bip. Oh, was hast du denn für ein Schiff? Ein anderes Schiff. Gemein. Vor allen Dingen habe ich eine gewisse Kampfstärke. Also theoretisch könnte ich dich jetzt entern. Aber ich tue es nicht. Keine Sorge. Er cheatet! Quatsch. Ja, der Lars ist die KI, genau. Genau. Ihr könnt etwas oh, das passt. Das passt gut. Das passt sogar sehr gut. Mensch. Wunderbar. Nächste Quest erfüllt. Ich liebe dieses Spiel. Es macht einfach riesen Spaß. Vor allen Dingen dann noch mit einem Kollegen zusammen. Ich kann sogar mal wiederholen. Bis zum beliebtesten ja, zusammenspielen ist immer geil. Ja. Und ich bin jetzt der beliebteste Bürger von Santo Domingo. Geil. So, damit haben wir unser Ziel erreicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Nein, alles gut. Oh, ey, Leute, kauft doch mal was hier. So. Geht doch. Die produzieren Brot. Allerdings haben sie momentan nicht so viel Brot. Also ich kann, glaube ich, schon mal so viel verraten. Also Santo Domingo wird später das Herz meines Handelsimperiums werden. Ne? Ja, ich glaube, ich werde Tortuga mein Eigen machen. Ja. Und da werde dann hinter Pirat. Dafür muss man tatsächlich bestimmte Bedingungen erfüllen, um eine Stadt tatsächlich übernehmen zu können. Gibt es ein paar unterschiedliche Bedingungen. Also es muss zum Beispiel den Wohlstand, Status, also den Status Reich haben oder Wohlstand. Du musst doppelt so viele Betriebe haben wie alle deine Konkurrenten zusammen. Und dann am besten noch ein Betrieb obendrauf, damit du wirklich die Mehrheit hast. Und du musst bei England so ein hohes... Da oben sehe ich einen Piraten. Du musst so ein hohes Ansehen haben, dass der Vizekönig dir das anbietet von sich aus.
Also es gibt schon gewisse Bedingungen, die man erfüllen sollte. Dass sich jetzt bei mir ein Pirat rumtreibt, finde ich jetzt gar nicht so lustig. Zipit, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich hatte wieder Glück gehabt, gerade da, wo ich kaufen wollte, hat mir jemand was weggekauft und ich habe das alles dann alles weggekauft und da ist die Gesundheit gesunken und ja. Immer die Leute, die piraten müssen. Lars hat mir es bestimmt weggekauft. Ja, natürlich. Also ihr seht gerade durch die paar Quests, also die paar Quests, die wir jetzt für England gemacht haben, die bringt schon einiges. Also bei allen anderen haben wir jetzt ein Ansehen von 26%. Ich glaube, unter 25% sinkt es auch nicht. Und bei den Engländern haben wir jetzt ein Ansehen von 51%. Das für die 2, 3, 4 Quests, die wir jetzt gemacht haben, also das ist schon ein Unterschied. Ne? Schlippst du mir, glaube ich, zu, Zepit, oder? Ja. Ich habe 26% Ansehen bei den Engländern nur. Warum das denn? Weil das standardmäßig auf das Niveau runtersinkt. Du hast wahrscheinlich noch keine Quest gemacht. Beziehungsweise noch nicht die Möglichkeit dazu gehabt. Du musst immer, wenn du siehst hier die Stadtpaläste, da musst du immer so ein bisschen drauf achten, wenn da so ein Kopf drüber ist, dann immer mal draufklicken, weil es kann immer mal sein, dass da ein Auftrag dabei ist, den du zum Beispiel erfüllen kannst. Also in deinem Beispiel jetzt zum Beispiel, dass er sagt, ja, wir haben hier Rummangel, bringen wir uns mal 20 Fässer rum. Wenn du gerade Rum dabei hast oder eine Stadt hast, wo du gutes Rum kriegst, dass du dann sagst, yo, Alter, ich hol dir den Rum ran, dann hast du was zum Saufen und ich krieg mein Geld und so wie Ansehensteigerung. Also so kann man sein Ansehen bei den jeweiligen Nationen dann steigern. Aber wie gesagt, das Ansehen bei den Nationen sinkt nicht unter 25% standardmäßig. Es sei denn, man greift deren Flotten an. Dann sinkt es noch weiter. Und ohne Kaperbrief kommt man dann auch in den Status eines Piraten. Ich glaube, das möchte keiner von uns. Nicht wahr, Zipit? Ganz genau. Ich kann jetzt 14.000 bezahlen und mein Kapitän hat Navigation plus 1 und jetzt ist es weg. Würde ich tatsächlich nicht machen. Ist jetzt eh weg. Würde ich tatsächlich nicht machen, denn die Kapitäne skillen sich von alleine im Laufe der Zeit. Das dauert zwar eine Weile, bis das passiert, aber es passiert, dass sie sich skillen. Man muss ihnen einfach nur ein bisschen Zeit einräumen. Also ich kann ja hier mal anzeigen lassen, unser Kapitän, 480 kostet er. Alter, ist das ein teurer Captain. Christopher Hamilton heißt er, hat 2 Kampferfahrungen, ansonsten hat er nirgendwo Erfahrung. Also weder Erfahrung in der Navigation, er hat keine Erfahrung im Handel, keine Erfahrung in der Reparatur, keine Erfahrung im Kampf. Also Kampf, nicht Seeschlacht. Das ist Schlachterfahrung, Schlacht, Seeschlacht. Kampferfahrung ist eben halt auf Land. Und dann eben halt die Sichtweite. Und Sichtweite haben wir auch momentan keine. Ich weiß nicht, wie es bei Zipit ist. Hier ist gerade so ein brauner Sturm. Das ist wahrscheinlich dann eine Heuschreckenplage, die bei dir gerade tobt. Kann das sein? Hihi, das kann sein. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Okay. Bei Heuschrecken ist das, glaube ich, so, dass du den Hafen nicht verlassen kannst. Das ist nicht am Hafen, das ist einfach da, so an der Inselecke. So eine bräunliche Wolke, ja. So eine Nazi-Wolke, ja. So eine mit ganz vielen Partikeln und sowas. Ja, genau. Ganz genau. So, momentan stagniert so ein bisschen mein Reichtum. Das finde ich nicht gut. Ich will reicher werden. Musst du handeln? Ja, meinst du, was ich die ganze Zeit mache, du Arsch? Labern. Ja, natürlich. Und handeln. Ich mach noch Spaß. Mach 2,50. Ja, komm, deine 2,50 kannst du dir so derart in den Hintern stecken. Ich glaube, bis jetzt habe ich es echt in jeder Folge gebracht. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, die nächste Folge werde ich überspringen, also ich versuche es. Ja! Na, ob du das schaffst. So, und jetzt segeln wir aber ganz woanders hin. Nämlich dahin, wo der Zipit nicht hinkommt. Doch nicht. Ändert sich vielleicht noch. Isabella Heuschreckenpaar. Ich biete euch vor. So, dann schauen wir mal. Sehr schön. Also das hat sie. Oh, geil. Holz. Super. Und Getreide zum Totschmeißen. Super. Getreide zum Totschmeißen. Geil. Ey, du. Und ja? Hanf gibt's auch noch. Geil. Hier gibt's geiles Zeug, ey. Wie, ich bin doch gar nicht da.
Geiles Zeug, ey. Geiles Zeug. Hübsches Grünzeug. So, das hat sich doch mal direkt gelohnt. Da stimmst du mir doch bestimmt zu, Zepit, ne? Natürlich, erstmal die Piraten mit Rumpfversorgung zu feiern. Alles klar. Ich habe gerade was weiteres entdeckt. Ja, den Ort habe ich entdeckt, okay. Schönes Ding, schönes Ding. So, dann schauen wir mal noch mehr. Jawohl, her damit. Kaufen wir gerne. Das ist nämlich eine exklusive Ware, die gibt es oben nämlich gar nicht. Oh. Ja, beziehungsweise die könnte oben recht... Könnte oben recht teuer werden. Also die Preise, wie ihr gesehen habt, ändern sich recht schnell. Also ihr habt das gerade bei mir gesehen. Plötzlich hatten wir deutlich weniger zur Verfügung als vorher. So, hier wird noch Kakao produziert. Wenn man sich mal überlegt, dass damals alles sehr selten war und rar war und heutzutage kommt, ist eigentlich fast alles in Überfluss da. Ja, weil sich die Produktionen auch erheblich gesteigert haben. Muss man ja auch noch dazu sagen, ne? Und da gibt es ja auch noch andere Produktionsweisen inzwischen. So, ich sehe mal kurz hinter diese Ecke hier. Ich sag nur Fleisch, ne? Nicht nur Fleisch. Ich bin jetzt einfach mal um diese Insel herumgesegelt. Einfach mal spaßeshalber. Auch Ansehen bei der Nation 25%. So, dann holen wir hier nochmal ein bisschen Getreide weg. Ah, Zucker. Hier kriegen wir Zucker. Geil. Na gut, für die Leute, die unter Zucker leiden, ist das vielleicht nicht so toll, aber für uns ist das... Das ist auch was anderes, ne? Ja, es ist richtig. Eine nicht zu überschätzende, unterschätzende Krankheit. Nicht überschätzende, sondern unterschätzende. Heuschreckenplage, die ist jetzt bei uns. Tatsächlich. Was für ein Schiff hast du denn eigentlich? Ich habe eine Brick. Eine Brick? Eine Brick habe ich mir gekauft. Die ist auch als Kampfschiff unterwegs, deswegen habe ich jetzt nämlich auch, ein paar mehr Sachen. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal meine Crew ein bisschen reduzieren. Wie viel Geld hast du denn dann? Inwiefern, wie viel Geld ich habe? Du meinst jetzt aktuell gerade, oder was? Ja. Aktuell habe ich 150.000. Okay. Aber ich werde jetzt, glaube ich, mal meine Crew gleich mal halbieren erstmal. So viele Crewmitglieder brauche ich ja noch nicht. Wo kriegt man Farbstoff her? Von oben. Aus den heutigen oben. USA. Hm? Oh, lohnt sich das da hochzureisen und Farbstoff zu holen? Also ich sag mal so, wenn du den Piraten in die Arme laufen möchtest, kannst du es gerne machen. Ansonsten würde ich da mit deiner kleinen Pinasse nicht unbedingt hochfahren. Ja, Spanier, dann mache ich den Auftrag nicht. Hat sich erledigt, Spanier. Dankeschön. Leco mio asco blanco. Alles klar. El Quattrodore. Nachher sagt der Spanier noch, okay, dann Hose runter. Oh, hör auf. Kakao. Ja! Alles klar, ey, Alter. Boah. Wenn Lars lacht, ist es selten, aber wenn er lacht, dann richtig. Alter, das ist... Oh, diese Vorstellung, ey, Alter. Am besten noch mit leuchtenden Augen so. Boah. Nicht vorstellen, Kosten. Boah! Alter, mach's nicht noch schlimmer. So. Jetzt fahr ich zur Strafe nach Santo Domingo. Und vor allem, ihr seht ja auch, ich habe meine Flotte der Weimar umbenannt, also meinen Konvoi. Ne? Könnt ihr es daran sehen. Also beim letzten Mal hieß es noch Ronja, jetzt heißt es anders. Oh. Ich habe es nach einer bestimmten Person benannt. Schöner Name. Ich finde ja. Ich weiß nicht, wie du deinen Konvoi nennst. So. Jetzt hatte ich nicht. Ich wollte gerade sagen, er war gerade nicht da. Ich dachte jetzt schon, Discord hätte jetzt schwer Macken. Oder überhaupt Macken. Also in der letzten Aufnahme hatten wir ja tatsächlich keine Probleme bisher gehabt. Was mich sehr freut. Also bei Skype wäre das nicht so ohne weiteres möglich. Oh, hör auf mit Skype. So, jetzt läuft das doch schon viel besser. Sehr schön. Wunderbar. So.
Und da werde ich nochmal schön nach St. Lucia segeln oder St. Lucia, je nachdem, wie man es benennen möchte. Alter, was ist das für eine riesenbraune Wolke? Das hört sich an. Die riesenbraune Wolke. Der neue Roman von Stephen King. Stephen King. Übrigens, wir haben in 10 Tagen Weihnachten im Spiel, sehe ich gerade. Wir haben den 14. Dezember 1550. Also vor 12 Tagen in 441 Jahren werde ich geboren. Da kommt doch gleich der Indianer und lässt seinen Sack raus. Oh Mann. Gleitet diese Wolke gerade gen Süden oder was ist da los? Ja, die kam von oben und geht runter. Das klingt auch ein bisschen verkehrt, ne? Jo, wir können nicht rein, weil die Heuschreckenplage da ist. Toll. Ich glaube, die Maya sind schuld daran. Die haben wieder irgendwas gemacht. Ja, genau. Die Mayas haben wieder irgendeinen Mist gemacht, genau. Dadurch... Ja, kommen wir jetzt nicht in den Hafen rein. Was soll's? Egal, dann segeln wir woanders hin. Dann haben die Pech gehabt. Ihr könnt etwas... Wir brauchen mehr Pech, my Lord. Ja! Schöne Insight aus deinem alten Let's Play. Ja. Schön. Hm. Wer es nicht kennt, geht auf meinen Kanal und gibt Stronghold ein. Schleichwerbung. Ach, ihr guckt ja auch bei mir. Höchstwahrscheinlich, ja. Geh mal davon aus, ja. Unsere Warenlager stehen jederzeit zum Handeln bereit. Falls? Ja, dankeschön, Herr Stadtadministrator. Falls ihr seinen Kanal aber allerdings noch nicht gesehen haben solltet, habe ich mir die Freiheit genommen, seinen Kanal-Link in die Videobeschreibung zu packen. Außerdem habe ich da auch, werde da auch seine Playlist verlinken zu Port Royal 3. Da sie aber noch nicht vorhanden ist, werde ich das noch nicht machen. Das hole ich dann nach direkt, wenn er dann damit losgelegt hat. Und der Zipit ist jetzt Leichtmatrose. Das freut mich. Bei dem Zipit läuft's gerade. Way. Frag mich nur, wie es läuft. Flüssig? Etwas dickerer? Wurstartig? Ich weiß es nicht. Könnte schon Kanonenschiff sein. Kanonenschiff? Ach, Kanonenschiss. Ach so, ja. So, einmal Hanf verkaufen. Wunderbar. Also Hanf kann man immer da gut verkaufen, wo Seile produziert werden. Und hier werden auch Seile produziert. Das passt ja wunderbar. Und Brot brauchen die Leute. Das kriegen sie gerne. Ich finde das auch immer toll, wenn das Ansehen direkt steigt. Also unser Ansehen bei den Bürgern scheint schon recht gut zu sein. Bei den Bürgern, ne? Ja. Das Video sieht man jetzt. Oh, ich habe eine goldene Vase geschenkt gekriegt und einen goldenen Stuhl. Geil. Anstatt mir das in Geld zu schenken. Ah ja. Naja, es ist ja Geld in dem Sinne, ne? Achso, ich lasse das Licht lieber aus, weil sonst könnte es sein, dass mein Mikro dann plötzlich mal rumspackt. Das wollen wir ja nicht. Ich lasse es lieber. Das hatte ich nämlich in Mafia hatte ich das gehabt, in irgendeinem anderen Spiel hatte ich das noch gehabt. Da habe ich da einfach mal das Licht ausgemacht und dann wieder angemacht und dann war mein Mikro aus. Ihr könnt etwas... Auch nicht schlecht. Warum auch immer, aber es war so. So, dann verkaufen wir hier einmal Ziegel. Wunderbar. Und schon steigen die Einnahmen wieder. So muss das sein. Sehr schön. War das mit der Crew tatsächlich doch noch ein bisschen zu früh? Ich konnte Hanf in einer Stadt verkaufen, wo die Hanf produzieren. Voll geil. Ja, das ist dann eher die Ausnahme als die Regel. Ja. Ja, die hatten nichts. Ich habe da, glaube ich, 80 Hanf oder so verkauft für 90. 80 Hanf? Ja. Alter. Oder 40 Hanf. Auf jeden Fall war das viel, sehr viel. Also ich fahre jetzt mal mit meinem Schiff gen Süden. Also ihr merkt schon, ich werde schon langsam ein bisschen risikoreicher. Risiko. 3, 2, 1, Risiko. Dark Wing Duck. Pass bloß auf, ihr bösen Buben. Ja, genau. Dark Wing Duck. Oh, ich habe den gerne geguckt, echt, als Kind. Damals gab es viele Sachen, die man gerne geguckt hat. Die gucke ich immer noch heute, wenn ich Zeit habe oder Lust. Captain Baloo und seine tollkühne Crew habe ich auch gerne geguckt. Bam, 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 bam. Baloo. Und seine Crew. Oh, ey, oh. Baloo. Oh, ey, oh. Baloo. Mit seinem zweimotorigen Propellerflugzeug. Ah, schön. Ja. Wasserflugzeug, muss man ja noch dazu sagen. Genau. Ne, es war ja nicht irgendein Flugzeug, es war ja ein Wasserflugzeug. Mit Don Canalie. Genau.
Das war ja der Luftpirat, ey. Luftpirat. Selten dämlich, aber mega geil. Das zu gucken, das hat immer als Kind riesen Spaß gemacht. Die produzieren auch Kakao. Was ist los mit... Ah, Fleisch! Fleisch! Geil! Um die Veganer allein immer zu ärgern. Dass ihr mit unserer Stadt... Was? Veganer. Mhm. Veganer, ja. Sind wir wieder im Thema. Ja. Ja. Mhm. So, welche Stadt hier produziert denn... Ihr produziert auch... Oh, die produzieren Kleidung. Geil, gleich mal rüberfahren. Geil! Und Holz werde ich da gleich direkt los. Sehr schön. Einmal Ziegel. Getreide nehmen wir auch mal mit. Tuch werden wir hier los. Das freut mich. Genauso wie Hanf. Kippt das Hanf frei. Nö. Kakao. Noch mehr Kakao. Ich kann mich mit Kakao bald totschmeißen, ey. So, Kleidung. Ja, wunderbar. Oh. Erstmal Brot kaufen. Was ist mit dir, Stadt? Du produzierst auch keinen Kaffee. Wieso produzieren die alle hier keinen Kaffee? Was ist los mit euch, Leute? Ihr sollt Kaffee produzieren. Wollen sie nicht. Produziert gefälligst das, was ich will. Oh, Mann. Ja, ich segel gerade mal ein bisschen im Süden rum. Also ein bisschen weiter im Süden. Ah! Da haben wir doch eine. Schönes Ding. So, erstmal schön Handel treiben. Und nur Handel bitte, nichts anderes. Gut, es sei denn, man heißt Captain Jack Sparrow. Dann natürlich schon. So, dann nehmen wir einmal Zucker mit. Zucker für die Zocker. Ja, ich habe meinen ersten Auftrag. Geil! Er hat seinen ersten Auftrag. Feiert ihn dafür, los. Jetzt, sofort. So. Und das sind Gibara. Auch das noch. Das magst du noch erzählen? Ja. Sowas. So, nehmen wir hier nochmal ein bisschen Holz mit. Wunderbar. Alter, ich glaube, mein Schiff ist bald voll, wenn es so weitergeht. Ja, noch nicht ganz. Ein bisschen Lagerplatz habe ich noch. An bald Bord. Voll. Sollte der weniger trinken. So, wie sieht es denn aus? Oh, so viel fehlt uns ja nicht mehr. Das ist ja schön. Sehr schön. Lalala, wir segeln jetzt mal hier von Süden nach Norden. Ich würde ja gerne das Licht anmachen, ne? Aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht, weil sonst die Aufnahme abbricht. So, nochmal beten. Der Zepi, der ist so scheinheilig. Wahnsinn. Aber was ich schön finde in der Kirche, dieses Mönchgesang, den finde ich... Ist das so? Ja, sowas mag ich. Sowas magst du? Auf sowas stehst du? Schäm dich. So ein Auftrag. Ich habe folgende Aufgabe für euch. Du willst Seile haben? Gut, machen wir Seile. Jawohl. Kriegst du Seile? Seile. Seile in die Fresse, Alter! Übrigens, England ist mit Holland im Krieg. Also es könnte sein, dass Tortuga bald wieder angegriffen wird. Oh, nicht schon wieder. Es sei denn, Tortuga ist inzwischen holländisch. Aber ich glaube, selbst dann kann es noch angegriffen werden. Oh, Heuschrecken. Mensch, was machen die Bankiers schon wieder hier? Das ist ja unglaublich. Mann. Können die nicht mal woanders hinfahren? Hingehen? Natürlich nicht. Nee, wir müssen immer dahin, wo ich hin will. Mano. Oh, Tortuga wird wieder angegriffen, ne? Ich hab's doch geahnt, dass das passiert. Aber echt immer Tortuga. Die greifen sie immer als erstes an. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was sie mit Tortuga haben. Keine Ahnung. Die haben ein Faible für diese Stadt. Die wollen den Rum haben. Die wollen einen Rum haben. Ja. So, hier werde ich mal ein bisschen... Okay, da verkaufen wir halt alles an Baumwolle. Okay, auch gut. So, und dann können wir gleich nämlich schön wieder Kurs auf Santo Domingo setzen. Geil. Da freue ich mich doch. So, und dann nehmen wir noch mal ein bisschen Bananen mit und schon ist das Schiff voll. Beziehungsweise die Flotte ist voll. Die Flotte ist voll. Die Flotte ist voll. So, dann gucke ich mal noch mal nach San Juan. Wie sieht's da aus? Ja, leck mich. Zippy, du bist so ruhig. Was ist da los?
Ich kaufe gerade Kleidung und esse wieder diese Tortillas. Schon wieder? Es sind übrigens dieselben Chips wie gestern. Wahrscheinlich. Jo. Ich war davon aus, ja, das dachte ich mir. Ach Leute, kommt schon, macht Tortuga frei. Geben Sie diese Stadt jetzt frei. Befreit so. Tortuga, befreit Tortuga. Sehr schön, nächste Quest erfüllt. Ich habe sie ausgefüllt. Ja. CP sagte schon nichts mehr zu, doch jetzt lacht er. Okay, ich dachte schon. Ich war gerade am Trinken, das ist ein bisschen schwer. Ja, warum erinnert mich das manchmal an deinen einen Stream, wo du Metal Gear Solid gespielt hast und dann diese eine Szene war und ich dann ganz stumpf geschrieben habe, das mit Lungenschuss, also da kann nicht jeder. Traurigste Szene des Spiels wahrscheinlich nicht so, Mensch, also für den Lungenschuss kann sie aber erstaunlich lange reden. Das war schon geil, richtig schön stumpf. Das sind einfach die schönsten Momente, finde ich, wenn irgendeine stumpfe Aussage kommt. Das stimmt. Und du konntest die vor allem Lachen nicht halten, musstest dann warten, bis die Szene zu Ende war. Ja. Das war schon geil, echt, wie du dich zusammenreißen musstest erstmal. Das war schon cool. So, wie sieht's denn aus? Oh, null Vermögen. Ja, cool. Sehr schön. Dann brauche ich nur noch ein neues Schiff. Schon wieder ein neues Schiff? Alter Schwede. Ich glaube, ich weiß auch schon was für eins. 132.000. Mensch. Ich nehme das hier. Dann können wir nämlich Folgendes machen, liebe Freunde. Und das machen wir auch. Das Schiff geht raus und das Schiff geht rein. So. Und dann verabschieden wir uns gleich von diesem Schiff. Oh, Seemann, herzlichen Jawohl. Glückwunsch. Arr, ich bin ein Seemann. Arr. Bock. Arr, Bock. Arr, Bock. Ja, schön. Haben wir ja nochmal... Wann geht's eigentlich bei dir mit Pokémon weiter? Erzähl mal. Oh, gute Frage, wenn ich Lust drauf habe. Pokémon läuft ja bei dir schon länger nicht mehr, ne? Soweit ich weiß. Ah. Hast du, glaube ich, sogar noch im alten Jahr angefangen, war das ich sogar? Ja. Ja, kommt aber noch. Wie gesagt, derzeit spiele ich halt viel mit meinen Freunden und das nehme ich dann halt auf, so gut wie es geht. Und er spielt auch an sich selber nebenbei noch, ne? Also natürlich. Manchmal hilft ihn auch seine Gattin dabei. Ah, da kommt schon wieder die schwarze... Wie war das mit dem einen Tweet, den du auf Twitter gemacht hast? Ich spiele gerade mit meiner Freundin, mit meiner Frau PS4 oder irgendwie sowas. Da hattest du auch irgendwie was Zweideutiges zugeschrieben. Ja, weiß ich nicht mehr. So, jetzt habe ich zwei Kampfschiffe. Also jetzt sollten sich die Piraten langsam in Acht nehmen. Und ich werde auch, glaube ich, mal meine Crew ein bisschen ausbauen. Also nicht zu sehr, aber ein bisschen. So, um eine etwas abschreckendere Wirkung zu erzielen. Wie sieht's denn aus mit... Wir brauchen schon wieder 300 Laderaum mehr. Alter, was wollt ihr von mir? Mein Gott, die sind gierig nach Laderaum. Ja, wenn sie es brauchen, ne? Ja, die brauchen ganz andere Dinge. Habe ich nicht gesagt. Nein. Habe ich nicht gesagt. Übrigens, eine Flöte. Können wir jetzt eigentlich... Also eine Flöte ist gut zum Handeln tatsächlich. Also hier ist es tatsächlich so, dass manche Schiffstypen auf Kampfstil ausgerichtet sind. Manche Schiffe sind eher auf Handel ausgerichtet. Und manche wenige Schiffe sind tatsächlich eher ausgewogen. Aber die ist langsam. Die ist langsam, ja. Konzession würde euch 5000 kosten. 500 Lagerraum ist schon viel, ne? Mhm. Würdest du das machen? Lohnt sich das? Eine Flöte kaufen? Ja. Würde ich tatsächlich machen, aber ich würde erstmal an deiner Stelle zusehen, dass du ein Kampfschiff rankriegst als als Eskorte. Als Eskorte? Ja, weil bei mir sind ja schon Piraten aufgetaucht und die haben eine Stärke von 90, hatte ich gesehen.
Deswegen wäre es erstmal ratsam, ausgewählter Konvoi hat weniger Matrosen, als dass du, ich rede einfach mal wie über den alten Mann rüber. Es wäre einfach besser, wenn du erstmal eine ordentliche Kampfflotte aufstellst, bevor du erstmal dich auf Handelsschiffe konzentrierst. Die Kampfschiffe haben ja auch einen gewissen Laderaum, wenn auch etwas weniger als ein normales Handelsschiff, wie die Flotte zum Beispiel. Aber es wäre erstmal besser, wenn du, wie gesagt, auf deine Sicherheit achtest, weißt du? Jo, ich habe jetzt eine, was habe ich gekauft? Eine Brick. Es ist gut, dass du darauf achtest, was du kaufst. Nein, keine Brick. Eins, was höher ist. Das hat einen Knoten 12 und hat, glaube ich, 9. Also hast du dir entweder... Moment, was hast du dir für ein Schiff gekauft? Das, was über Brick ist. Das, was über Brick ist. Also eine Barke oder was? Ja, genau. Okay. Gut, ich segel mal wieder gen Süden. Und liebe Freunde, ich sehe gerade mal so nebenbei, wir haben schon wieder eine halbe Stunde erreicht. Was sagt man dazu? Schnell geht's. Es geht echt schnell. Es geht echt wahnsinnig schnell, muss ich tatsächlich aussagen. Deswegen reduziere ich jetzt mal die Geschwindigkeiten, speichere mit euch zusammen ab. Liebe Leute, es ist schon wieder ein Wochenende vorbei. Was ist da los, Freunde? So, ich würde jetzt gerne mal speichern. Jetzt heißt es erstmal bitte warten. Warum heißt es ja, warten wir. Ich will speichern. Ja, ich verabschiede mich dann auch mal von euch, ihr wundervollen Zuschauer. Das ist ein Schleimer, ey, das ist unfassbar. Irgendwie braucht er jetzt eine halbe Ewigkeit, um zu laden, das finde ich jetzt nicht gut. Ja, da oben kommt wieder eine Vogelschreckensplage. Ansonsten würde ich sagen, oh, was haben wir denn hier? Ansonsten würde ich sagen, warten wir tatsächlich ab bis zur nächsten automatischen Speicherung. Tatsächlich, und ich habe gerade einen Schiffsbrüchigen aufgenommen. Ein Schiffsbrüchig. Aus Santo Domingo. Okay. Automatische Speicherung. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wir sehen uns dann... Alter, was braucht das lange? So, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt gespeichert wird. Ansonsten haben wir echt ein Problem, würde ich mal sagen. Es wäre jetzt gar nicht geil, wenn das Spiel jetzt nicht speichern würde. Es wäre echt ein bisschen doof. Mach das schon. Das hoffe ich. Ansonsten werden wir das ja in der nächsten Aufnahme sehen. Genau. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch und der C-Piet auch. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr jetzt gucken werdet. Und ich sage nun, euer Beipe-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Bis bald, Bitches.